Das ist eigentlich eine sehr interessante Story. Ich war als junger Mann viel im Nachtleben unterwegs und ich hatte immer dieses Bedürfnis, wahrscheinlich war das eine Grundnervosität oder so, dass wenn ich abends unterwegs war, dass ich entweder eine Zigarette oder ein Glas in meiner Hand haben musste. Ja? Und somit habe ich, ja, man kann sagen, viel getrunken und viel geraucht. Ja? Wirklich sehr ungesund. Ich war aber nie so ein Typ, der das so mega gefeiert hat. Oh, ich liebe Rauchen, Rauchen ist so toll, ich brauche immer meine Zigarette. Nee, ich habe halt einfach viel geraucht. Aber ich habe mir innerlich auch gesagt, oder ich wollte das nicht. Also ich war keiner, der sagt, der stellt sich hin und sagt, Rauchen ist so geil und ich stehe voll auf meine Zigarette. So, und irgendwann hat meine Mutter gesagt, hör zu, Philipp, wenn du das wirklich aufgeben möchtest, das Rauchen, dann helfe ich dir. Ich kenne jemanden, der dir helfen könnte. Und das war eine Dame, eine wirklich, ich sag dir jetzt genau, wie die Story war, das war eine Heilerin, und zwar auf Mallorca, in der Nähe von Palma. Ich war also bis morgens um 5 damals, das ist viele Jahre her, da war ich ein junger Mann, ich schätze mal, da war ich so Anfang, so 23 rum wahrscheinlich. Und dann hatte ich mein Gepäck dabei im Tonstudio, ein Club damals in Stuttgart, auf der Theodor-Heuss-Straße. Und ich hatte mein Gepäck in der Garderobe und morgens um 5 habe ich mein Jäckchen genommen, mein Gepäck und bin mit dem Taxi direkt zum Flughafen hochgefahren. Habe natürlich dementsprechend Alkohol und Zigarettengeruch ausgesondert. Ich weiß noch, ich habe meine Mama im Empfang genommen in der großen Abflugshalle und die hat gesagt, oh, widerlich, wie du stinkst wieder und so. Ja? Und da habe ich meine letzte Zigarette meines Lebens geraucht.